Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Gestern, wenn ich es schaffe, pünktlich dann aus der Geruch zu laden, ist die neue Quest reingekommen. Und zwar beim Zirkus von Idris mit Isabel Fick. Und ich würde sagen, wir reden erst einmal mit ihr. Hallo Süße, du fragst dich bestimmt, warum ich hier im Gebüsch herumkrieche. Also, es ist so. Wenn ich es dir erklären würde, würde ich die Überraschung kaputt machen. Aber gut, für dich mache ich eine Ausnahme. Ich bereite mich auf einen großen Auftritt vor, ehe ich die Bühne betrete und allen die Show stehle. Du weißt noch gar nicht. Du weißt es noch gar nicht. Idris hält Auditions für seine tolle Talentshow ab. Wie aufregend, warum stehst du noch in der Schlange? Ich muss zugeben, ich bin einfach noch nicht ganz bereit dafür. Ich habe ja schon immer von dem Tag geträumt, an dem ich auf den wundervollen Zauberer Idris treffe. Aber jetzt, wo dieser Tag da ist... Ich glaube an dich, Isabel. Oh Süße, du bist so lieb. Meine Güte, wieso verstecke ich mich denn hier in den Büschen und mache mich so verrückt? Dickere und ich sind die geborenen Showstars. Eben. Oh, da stehen ja einige. Wer ist denn das da ganz vorne? Ich habe Bonnie gesehen. Die größten Städte bereisenden Show des Landes beginnt bald. Die größte Städte bereisende Show des ganzen Landes beginnt bald. Doch zuerst kommen die Auditions. Ah, diese Anastasia. Aha, ja. Ja, ich bin das wirklich. Die Anastasia Silverclade. Die Auditions sind beendet, Schätzchen. Du hast deinen Star gefunden. Interessant, dein Versuch, mich zu beeindrucken. Hat das Gegenteil bewirkt. Der nächste, bitte. Apparate und Vorrichtungen, Geräte und Gerätschaften. Was immer repariert werden muss, Big Bonnie ist da, um zu helfen. Das ist ein Talentshow, kein Bewerbungsgespräch. Der nächste. Wer bist du? Mein Herr. Ich habe gehört, dass Sie planen, eine Schote durch Jorvik zu veranstalten. Darf ich Sie erinnern, dass es gemäß Gesetz 782b verboten ist? Oh, schusch, Monsieur. Ihr Auftritt beeindruckt den großen Idris kein bisschen. Der nächste. No. Halt, stopp, alles. Alle anderen können gehen. Die Auditions sind beendet. Dieses Pferd. Seine Feldzeichnung. Magisch. Wie heißt du, Monbieu? Eben, was für ein wundervoller Name. Wärst du so nett? Espen, so gut, Espen, okay. Was für ein wundervoller Name. Wärst du so nett, uns mit deiner Anwesenheit zu beehren und im Mittelpunkt unserer wunderbaren Show zu stehen? Ja, endlich habe ich den Star gefunden, nachdem ich so lange gesucht habe. Ihr alle richtet eure Blicke auf dieses wundersame Wesen. Ich kann es nicht glauben. Er hat ein Pferd ausgewählt und uns nicht. Jorvik ist doch voller Pferde. Das Pferd ist ziemlich beeindruckend. Auf wessen Seite bist du? Meine Güte, man könnte auch einfach schwarze Punkte auf irgendein weißes Pferd malen. Wie in diesen Pippi-Filmen. Oh, Pippi Langstrumpf schon da, hat es mich erinnert. Ein kleiner Onkel. Ich kann nicht Idris vorstellen. Und der Affe ist dann der kleine Onkel. Nee, warte, wie hieß der? Nee. Kleiner. Oh nee, wie hieß denn der Affe? Das Fertig ist, glaube ich, kleiner Onkel. Wie hieß der Affe von Bibi Langstrumpf? Wie hieß dieser verdammte Affe? Bist du hier, um dir dieses göttliche Pferd anzusehen? Das uns mit seiner Anwesenheit beehrt? Sobald die Show auf Tour geht, wird es alle Bewohner Jorviks verzaubern. Nicht irgendwas mit Herrn Nils? Nee. Das google ich mal eben. Wie hieß dieser Affe? Herr Nilsson, doch, ja. Kleiner Onkel und Herr Nilsson. So war das. Entschuldigung, der Brechung, das musste ich gerade wissen. Okay, weiter geht's. Wer ist denn diese Fremde im Zirkuskleid? Eine Konkurrentin? Niemand kann es mit dem Großmeister der Arena Idris aufnehmen.
Was gibt's? Ich habe keine Zeit für Smalltalk. Ich muss Jorvik etwas Einmaliges zeigen. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Ich muss meine Showtour sofort beginnen. 3 Orte, 3 spektakuläre Shows und ein außergewöhnliches Talent. Wolltest du mich etwas fragen? Herr Idris, es ist meine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Elisabeth Fieg. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Und spektakuläre Straßenzauberin. Wählen Sie eine Karte, egal welche, und in 10 Sekunden sage ich Ihnen... Ach, Kartentricks. Wie goldig. Ich fürchte, ich war auf der Suche nach jemandem mit echten magischen Fähigkeiten. Aber du kannst gerne als Zauberin in unserer ersten Show dabei sein. In Jalaheim. Zuschauerin. Aber es gibt keine echte Magie. Das ist alles Illusion. Wie soll denn ein Pferd mehr Talent haben als ich? Du bist herzlich eingeladen, unsere Showtour zu begleiten und von diesem wunderschönen Pferd die Feinheiten eines wahrlich gelungenen Spektakels zu erlernen. Aber nun muss ich mich verabschieden. Wow, ich glaube, die Quest machen gerade wirklich sehr, sehr viele Leute. Idris weiß nicht, wovon er spricht. Was soll ich denn von diesem blöden Pferd lernen? Es sei denn, er will mich herausfordern. Das ist es. Also Herausforderung angenommen. Ich werde Idris beweisen, wie äußerst bemerkenswert Isabel, Fieg und Dicaro sind. Und dann wird er mich anbetteln, als Star seiner Show aufzutreten. Ich muss jetzt nach... Wo muss ich schon hin? Die hat, glaube ich, irgendwas von... Ja, ach ja, ja, daheim da unten ist das Ausrufezeichen. Gut, dann fahren wir mal mit dem Pferdetransporter nach Jalaheim. Jalaheim hier. So. Hier müssen wir hin, okay. Die 2 kleinen Kaninchen sind dem Hasen hinterhergerannt. Willkommen zu meiner Show. Ohne Zuschauer ist es kein richtiges Spektakel. Los, los, sammel die kleinen Lemminge zusammen. 8 sollten reichen. Nur 8 Zuschauer? Das ist ja nicht so viel, oder? Ja, klingt nach Spaß, ist schön. Dann bin ich, glaube ich, ein bisschen falsch geritten. Aber was soll's. Ja, man kann ja mal. Ah, der Postbote. Danke für die Einladung. Wo sind denn noch mehr Leute? Im Ernst, wo sind die Leute? Ups. Pferd. Danke. So, vielleicht ist hier... Ah, guckt mal, hier sind noch ein paar. Ich kann das kaum erwarten. 4 von 8 schon mal. So, dann scheint dort oben noch jemand zu sein. Vielleicht hier. Okay, dann wahrscheinlich noch 1, 2. Wieso ist Sonja eigentlich hier? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, was wir für eine Quest hatten. Gut, aber vielleicht ist hier oben ja noch jemand. Ja, genau. Hier steht noch wer. Und dann befinden sich dort unten noch irgendwo welche. Die muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Aber das sollte an sich auch gar kein Problem sein, die noch zu finden, hoffe ich. Na, irgendwie sind die oben auf der Mauer. Das könnte natürlich sein. Ja, hier oben ist jemand.
Und die andere Person muss ja auch noch irgendwo sein. Ist die draußen irgendwo? Weil eigentlich bin ich genau gerade auf dem Punkt, wo diese Person sein sollte. Scheitere ich daran, 8 Personen zusammen zu suchen? Okay. Hier ist nichts mehr. Da muss die rein theoretisch eventuell draußen. Ja, hier draußen steht jemand. Okay. Und du noch. Oh, Popcorn mit Karamell. Mm. Oder generell Popcorn oder Karamell. Oh, ich habe schon so lange kein Popcorn mehr gegessen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal gewesen sein soll. Du hast all diese Leute eingeladen. Spektakulär. Bitte nehmt alle Platz. Das Spektakel beginnt in wenigen Augenblicken. Muss ich jetzt auch dort hinten Platz nehmen? Okay. Kann ich vom Pferd aus zugucken? Ich glaube nicht. Na gut. Aber ich packe mein Pferd mal einfach so im Bild. Das passt schon. Das ist wirklich äußerst spektakulär. Und ich habe vergessen, meine Musik wieder anzumachen. Verdammt, das muss ich gleich noch tun. Deswegen kann es sein, dass das jetzt eigentlich mit Musik untermacht ist und ich es irgendwie verplant habe. So, Einstellungen. Dann mache ich mal schnell die Musik an. So. Ach du meine Güte. Der arme Epson zittert ja vor Angst die Punkte vom Leib. Zittert sich ja vor Angst die Punkte von Leib. Die erste Show war ein Desaster. Was will Idris jetzt bloß machen? Wie furchtbar. Epson zittert wie Espenlaub. Und das nur, weil Skin absolut planlos ist. Jetzt muss Idris einen anderen Reiter finden. Aber keine Sorge. Ich kann helfen. Brabbe. Was, du frisches Äppchen. Du findest Epson schick, mein Dickero. Sag mir nicht, dass er dir gefällt. Jetzt müssen wir Idris aber wirklich trösten, so katastrophal wie seine erste Show gelaufen ist. Und ich werde ihm sagen, dass ich netterweise Sinn als Epson-Reiter ersetzen werde. Gut, dann reden wir mit Idris und schauen mal, ob er sich drauf einlässt. Idris, es tut mir so leid, wie schlecht die erste Show gelaufen ist. Offensichtlich ist sie nicht dafür geeignet, Epson zu reiten. Also möchte ich mich ganz bescheiden als sein Ersatz anbieten. Ich werde der Star der Show sein. Zweifelst du an der Besetzung einer großartigen Showtour? Es gibt keinen Grund, ihn zu ersetzen. Er ist absolut geeignet. Epson hatte nur etwas Lampenfieber. Reden wir nicht länger davon. Das nächste Spektakel des Tourprogramms wartet. Die Show muss weitergehen. Wir müssen zum Wolf herin. Komm mit, wenn ihr wollt. Okay. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal eine kleine Unterbrechung. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zur neuen Folge nächste Woche wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, mal gucken, wie das mit Idris so weitergeht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.